Hallo, ich bin's wieder, euer Sigi, der Pizza-Experte aus dem Hause Nordkarp. Heute geht's um das große Thema Serie S, der erste echte Energiesparofen, der Ihnen die Arbeit erleichtert und die Qualitäten der Pizza verbessert. Ein Ausstattungsmerkmal aller unserer Moretti-Öfen ist wie gesagt der sandgestrahlte Stein. Die vergrößerte Oberfläche garantiert besseres Backergebnis von unten. Hier geht es aber auch zusätzlich darum, dass wir leistungsstark sind. Wir schaffen 4 Pizzen A35, 6 Pizzen A30 und zweimal die 600x400 Bleche auch. Das Besondere ist, dass dieser Ofen, wie gesagt, energiereduziert ist. Wir sparen bis zu 30% Energie zu unserer Vorgängerserie und erhöhen auch das Backergebnis in der Geschwindigkeit. Ausstattungsmerkmal wäre hier, wie gesagt, der sandgestrahlte Stein. Hier sind wir in der Lage, direkt auf dem Stein zu backen. Durch das Sandstrahlen vergrößern wir die Oberfläche für ein besseres Backergebnis. Klassischer Pizzaofen, wir haben die offene Heizung. Wir haben 16 cm Platz. Option wäre unser S100 bis S125 mit der 30er Kammer. Hier für höhere Backprodukte, entsprechend Brot, Brötchen und hohes Gebäck. Option wäre auch die Dampferzeugung, die wir optional liefern können für die Beschwadung, für Backwaren, die Feuchtigkeit brauchen. Wie schaffen wir es, die 30% Energie zu reduzieren? Es ist halt so, der klassische Pizzaofen arbeitet mit der On-Off-Steuerung. Das heißt, der Ofen wird leicht überhitzt, dann schaltet Thermostat ab, wartet, bis die Temperatur gefallen ist und heizt wieder nach. Das kennen wir aus der Praxis auch. Wenn die Temperatur im unteren Punkt erreicht ist und wir müssen bestücken, kann es halt dazu kommen, dass das Backergebnis nicht so ist, wie wir es wollen. Bei der Serie S sorgt der Prozessor für die kontinuierliche Temperatur in der Backkammer. Das heißt, Temperaturverluste haben wir nicht. Mehr oder weniger erkennt die Steuerung, wenn Energie zugeführt werden muss. Und so haben wir einen konstanten Backprozess über die gesamte Backzeit. Was wir auch wissen, ist beim Pizzabacken, je öfter wir die Tür öffnen, bei einer hohen Türöffnungsfrequenz, verlieren wir halt Wärme nach vorne, aus der Kammer heraus. Auch dieses können wir auffangen, indem wir in der Steuerung die vordere Heizleistung erhöhen. Das zeige ich gleich nochmal in der Bedienblende. Smart Baking bedeutet bei uns, dass wir in der Lage sind, die Leistung prozentual zu verteilen auf die untere und obere Heizung. Sie geben nur die gewünschte Temperatur ein. Empfehlen tun wir 320 Grad. Backen wir die Pizza direkt auf dem Stein, empfehlen wir 20% in der unteren Heizung, 80% in der oberen Heizung. Wobei nach Ihrer Rezeptur und nach Ihren Belegen sind Sie jederzeit in der Lage, hier auch die Veränderungen vorzunehmen in der prozentualen Leistung und entsprechend auch in der Temperatur. In der unteren Kammer arbeiten wir mit Dualtemperatur. Das ist die Besonderheit bei dem Serie S-Ofen. Hier können wir gradgenau arbeiten in den unteren Heizkörpern und in den oberen. Temperatur erhöhen, einfach nur das Plus, oder Temperatur reduzieren und entsprechend das Minus. Soll der Ofen gestartet werden, einfach die Starttaste und der Ofen beginnt sich aufzuheizen. In der Anzeige sehen wir auch die Restzeit, das heißt, wir zeigen an, wann der Ofen betriebsbereit ist. Wir haben darüber gesprochen, wie gesagt, backen auf dem Stein. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend mit den Blechen zu arbeiten. Hier 2x60-40 und entsprechend haben wir auch die Möglichkeit, Pizzen nachträglich zu belegen. Das ist halt der Unterschied beim Pizzaofen. Die Tür öffnet grundsätzlich nach unten, dass wir auch in der Lage sind, große Bleche abzustellen. Beim Bäckereiofen wäre es halt, die Ofenklappe öffnet nach oben. Hier hätten wir natürlich ein Problem, sollten wir nachträglich die Bleche belegen wollen. Was ganz, ganz entscheidend ist, hochisolierend. Wir haben Cool Around, das heißt, der Ofen wird nicht wärmer wie 38 Grad. Vielleicht kurz zu der Aufstellung. Dieser Ofen besteht aus mehreren Teilen. Fangen wir oben an. Das ist unsere Haube mit 250 mm, die ist kanalisiert. Das bedeutet, beim Öffnen der Ofenklappe ziehen die Brasen in die Haube hinein. Sie sind in der Lage, mit einer Kammer, zwei Kammern oder bis zu drei Kammern zu arbeiten. Grundsätzlich brauchen wir die Grundplatte als Isolation nach unten. Und Sie können wählen optional einen Gärschrank oder entsprechendes offene Untergestell mit Einschubschienen. Ganz, ganz, ganz wichtig bei der Aufstellung, immer dran denken, auf der Seite der Steuerung mindestens 15 cm Abstand zur Wand, mindestens 10 cm zur linken Seite und nach hinten brauchen wir auch 10 cm Abstand, um zu gewährleisten, dass der Ofen nicht in der eigenen Wärme erstickt. Die größte Frage, die wir haben, ist, wie schließen wir den Ofen direkt an eine Haube an? Optional gibt es einen Motor, das bedeutet, oben auf der Haube wäre ein Motor mit 500 Kubikmeter die Stunde, der die Brasen abführt in einen Kanal, ein Lüftungsrohr. Oder wie hier, am besten steht der Ofen unter der Haube. Ziemlich mittig wäre der Ausgang für die Brasen aus der Haube heraus.
Hier nochmal ein paar Ausstattungsmerkmale, die die Serie S besonders machen im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Wir haben die Möglichkeit, mit der adaptiven Power-Technologie zu arbeiten. Das bedeutet, wir reduzieren Stromverbräuche bis zu 30%. Dadurch wird der Ofen über die Technik auch ein Stück schneller, was die Backergebnisse betrifft. Wir sind in der Lage, mit Smart Baking zu arbeiten. Hier wird die Leistung prozentual verteilt. Wir haben die Möglichkeit, mit Dualtemperatur zu arbeiten, gradgenau die einzelnen Heizleistungen auf die Heizung zu verteilen. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, manuell Energie zu reduzieren über die Energiespartaste. Wir haben den Booster. Wir können Energie einbringen, wenn es mal schnell gehen muss oder große Mengen gleichzeitig gebacken werden. Es gibt die Timer-Funktion und die Möglichkeit, den Ofen zu personalisieren. Das heißt, auf meine Backergebnisse den Ofen so einzustellen, dass immer die besten Backergebnisse entsprechend aus dem Ofen herauskommen. Dementsprechend sagen wir auch das Smart Baking. Smart Baking ist der neue Slogan der Firma Moretti. Denn hier ist der Kunde in der Lage oder Sie in der Lage, den Ofen nach Ihren Bedürfnissen wirklich zu personalisieren. Wie versprochen kommen wir jetzt zur Steuerung der Serie S. Auf der rechten Seite haben wir den Hauptschalter, den betätigen wir. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick, der Prozessor fährt hoch. Parallel ein Selbstdiagnosesystem. Erschrecken Sie nicht, die Anzeige ist noch dunkel. Es erscheint gleich das Moretti-Logo. Und in der Zwischenzeit checkt sich der Ofen. Alles ist in Ordnung. Und wir sehen jetzt gleich die erste Anzeige. Wenn wir den Ofen das erste Mal in Betrieb nehmen, ist es ganz wichtig, einmal die Sprache, das Datum und die Uhrzeit zu kontrollieren. Dafür gehen wir in die Menütaste. Wir gehen mit dem Pfeil nach unten auf die Sprache, bestätigen das. Und hier sind wir in der Lage, über den Pfeil unsere gewünschte Sprache einzustellen. Wir nehmen die deutsche Sprache und bestätigen. Die zweite Funktion, die ganz wichtig ist, ist Datum und Uhrzeit. Pfeil nach unten, bestätigen. Jetzt sind wir halt in der Lage, über den Tasten entsprechend die Uhrzeit einzustellen. Sie brauchen nichts bestätigen. Das nächste wäre das Datum. Ist dieses richtig eingestellt, wäre unser Ofen vorbereitet, sodass wir auch die Startzeitvorwahl programmieren können. Schauen wir in die Anzeige hinein. Es gibt die Funktion Dualtemperatur. Das bedeutet, dass der Ofen gradgenau arbeitet mit der oberen und unteren Heizung. Wir empfehlen aber für das Backen direkt auf dem Stein das Programm Smart Baking, dieses anwählen, bestätigen. Und jetzt verteilen wir die Heizleistung prozentual auf die untere und auf die oberen Heizkörper. Dieses können wir über die Plus- oder Minustasten entsprechend personalisieren. Wir empfehlen 20% unten, oben die 80 und Backtemperatur 320. Um den Ofen zu starten, drücken wir jetzt die Starttaste. Wir sehen in der Anzeige, wird uns immer angezeigt, was wir als nächstes machen müssen. Start gedrückt. Und der Ofen heizt sich automatisch auf. Zusätzlich sehen wir, wie lange der Ofen braucht. In der Anzeige die 61 Minuten und der Ofen ist betriebsbereit. In der Hauptanzeige haben wir die Echo-Funktion. Hiermit sind wir in der Lage, manuell Energie zu reduzieren. Wir sehen auch gleich, wie das Display sich grün färbt. Manuelles Energiesparen in der produktionsarmen Zeit, sodass wir in der Lage sind, den Verbrauch weiter zu reduzieren. Diese Taste nochmal gedrückt. Aus der Energiesparfunktion heraus. Zusätzlich gibt es den Booster. Der Booster ist dafür gedacht, in der Spitzenzeit Energie in den Ofen hineinzubringen. Auch hier sehen wir wieder, die Anzeige färbt sich rot und die Leistung erhöht sich auf den Heizkörpern. Nach dem Backen der Produkte diese wieder drücken und wir kommen aus dem Booster heraus. Eine ganz interessante Funktion wäre, die Heizleistung der vorderen Heizkörper zu erhöhen. Hier ist es halt ganz wichtig bei einer hohen Backfrequenz und einer hohen Türöffnungsfrequenz, dass wir in der Lage sind, die vorderen Heizkörper von der Leistung zu erhöhen. Dafür gehen wir das erste Mal ins Serviceprogramm, bestätigen den Servicepunkt und gehen hier in den Bereich Delta Power, bestätigen diesen auch. Und hier sehen wir jetzt, dass wir in der Lage sind, die Heizleistung der oberen vorderen Heizung zu erhöhen auf 10% und entsprechend die untere auch auf 10% und bestätigen. Und damit können wir den Ofen so personalisieren, dass wir die besten Backergebnisse für unsere Produkte erzielen. Bleiben wir hier in der Anzeige. Wir sehen weitere Punkte, Dualtemperatur, Half Load. Die Beleuchtung können wir manuell anschalten oder ausschalten. Die Anzeige, Timer-Backvorgang ist auch ganz interessant. Der Ofen ist ausgestattet mit dem Timer. Hier sind wir in der Lage, bis zu 6 Zeiten entsprechend zu programmieren für meine Backzeiten. Das Reinigungsprogramm, das zeige ich am Schluss. Hotkey sind die wichtigen Punkte, die ich hinterlegen kann. Verdampfung wäre optional.
Wir haben die Möglichkeit, die Serie S mit einem Verdampfer auszustatten für Backwaren, die Feuchtigkeiten brauchen. Hier brauchen wir Wasserzulauf, Wasserablauf. Zündung Timer bedeutet die Startzeit Vorwahl für 7 Tage die Woche. Wir waren in dem Datum. Jetzt können wir natürlich auch entsprechend aktivieren und deaktivieren die Zündung und entsprechend einstellen die 7 Tage die Woche. Zurück in die Hauptanzeige und hier raus arbeiten wir mit der entsprechenden Temperatur und Leistung der Heizkörper. Ein wichtiges Thema ist die Reinigung unserer Moretti-Pizzaöfen. Der sandgestrahlte Stein muss regelmäßig zwischengereinigt werden, gerade wenn wir direkt auf dem Stein backen. Hierfür unsere Messingbürste, mit der wir Verbrennungsrückstände aus dem Stein herausziehen, nach vorne. Sollte der Ofen stärker verschmutzt sein, empfehlen wir die Reinigung über das Reinigungsprogramm. Hierfür entscheiden Sie entsprechend der Verschmutzungsgrad der Steine, wie oft dieses gemacht werden muss. Wir gehen ins Menü, gehen in das Programm Reinigung, drücken den Pfeil und hier erscheint sofort die Bürste. Der Ofen wird auf maximale Temperatur 450 Grad aufgeheizt. Verbrennungsrückstände auf dem Stein werden ausgebrannt und am Ende des Reinigungsprogramms bürsten wir diesen heraus. Wir werden oft gefragt, wie oft muss ich das machen? Das ist natürlich abhängig von dem Verschmutzungsgrad des Steines. Das kann sein jeden Abend oder alle 3 Abende. Wie gesagt, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie den Intervall für sich selber festlegen nach Verschmutzungsgrad. Wir empfehlen auch, wenn Sie 2 Kammern haben, im abwechselnden Modus diese Öfen zu reinigen, sodass Sie immer noch betriebsbereit sind, wenn ein Gast später kommt, eine Pizza zu backen auch. Jetzt zeige ich noch, wie man den Ofen ordnungsgemäß ausschaltet. Hierfür drücken wir die Stopptaste. Nachdem wir die Stopptaste gedrückt haben, drücken wir diese längere Zeit. Jetzt fährt der Prozessor runter. In der Anzeige erscheint Please Wait. Sie müssen so lange warten, bis diese Anzeige erlischt. Und dann sind wir in der Lage, über den Hauptschalter den Ofen auszuschalten. Der Hauptschalter wie beim Einschalten auf der rechten Seite. Nachdem das Signal Wait erloschen ist, schalten wir den Hauptschalter aus und der Ofen ist spannungsfrei.